Sommer 2020. Nach dem Corona-bedingten Abbruch der Regionalliga-Saison steigt Türkgücü München in die dritte Liga auf. Nach 3 Aufstiegen in Folge ist klar, der Verein will weiter nach oben. Die Hinrunde läuft gut. Zur Winterpause steht Türkgücü auf Platz 4, in direkter Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Überraschend kündigt dann aber Investor Hasan Kivran seinen Rückzug an, nur um diesen kurz darauf aber wieder zurückzuziehen. Der Rücktritt vom Rücktritt also. Die Saison beendet der Aufsteiger auf Platz 13 und mit 2 entlassenen Trainern. Scheinbar aber weiterhin finanzstark geht Türkgücü München mit 38 Transfers in die neue Saison. Nach dem Transferfenster wird im Nachlizenzierungsverfahren aber eine Finanzlücke festgestellt, die der Verein nicht schließen kann. Im Januar 2022 beantragt der Verein daraufhin die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Von Investor Kivran kommt kein Geld mehr. Scharfe Kritik jetzt auch vom eigenen Trainer. Nach langen Wochen der Unsicherheit folgt dann die bittere Konsequenz. Der Spielbetrieb wird sofort eingestellt. Alle Spiele aus der Saison verlieren ihre Gültigkeit. Das sorgt besonders in der Liga für Unmut. Am Ende wird es möglicherweise ja auch Vereine geben, die wegen eines fehlenden Punktes in die Regionalliga müssen. Und das Schicksal, das ist brutal hart. Insofern ist es ein krasser Eingriff. Und da ist es ja kein Geheimnis. Und ich finde, das muss man auch mal herausstellen, dass Türkgücü mit absoluten Mondzahlen in diese Saison gegangen ist. Um solche Finanzlücken in Zukunft zu verhindern, bringt Kölns Andreas Rettich einen Vorschlag. Normalerweise müsste ab 1.9. nochmals Kassensturz gemacht werden. Ja, dann ist die Transferperiode vorbei, dann müsste man sagen, pass mal auf, wie sieht es denn jetzt nochmal konkret aus? Der DFB weist die Kritik von sich und zeigt auf die internen falschen Versprechungen bei Türkgücü. Wenn man eben intern in den Abstimmungsprozessen nicht dafür sorgt, dass zugesagte Mittel auch wirklich bereitgestellt sind, so wie es das Verfahren eben selbst macht, dann kann leider so ein Fall entstehen. Es gilt nie, die Vereine aus der Verantwortung zu entlassen, weil selbst das beste Zulassungsverfahren selbst kann so einen Fall nur schwer verhindern, wenn nicht verantwortungsbewusst gehandelt wird. Am Ende bleiben viele Verlierer. Und auch wenn Türkgücü kein Teil der Liga mehr ist, der Einfluss auf die Saison war und ist groß. Und die letzten Auswirkungen wird man erst nach dem 38. Spieltag sehen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.